Und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute mal was ganz anderes, nämlich Mini Brands Sneaker von Zuhu. Da haben wir mal in der Vergangenheit das verlost, das war, da kommt mal so Mini Baller hier eingeblendet, haben wir uns mal in den USA geholt. Also ist natürlich was ganz Spezielles, aber das hier ist natürlich was Cooles, weil man kann hier Sneaker rausholen. Da sind Mini Sneaker drin, wohl auch in einem Schuhkarton auch noch drin. Es gibt 30 Sneaker insgesamt zu sammeln und die können auch in einem Schuhkarton und so weiter dann da drin sein. Also Reebok, Skechers, Airwalk und Prince können drin sein. Und als Besonderheit gibt es diese ganz besonderen Rare Gold Sneakers, das sind Reebok Pumps. Wie man sie von früher kennt, vielleicht gibt es sie auch heute in einer Neuauflage. Also wir sind hier ganz stark dabei, weil neben Karten sind wir beide auch im Sneaker-Game drin. Also wir gehen jetzt einfach mal rein. Also öffnen für Grobmotoriker nicht so einfach. Aber hier ist es, also wir haben ein wunderschön designtes Plastikbällchen, was nochmal hier in der zweiten Verpackung drin ist. Also es wird wahrscheinlich ein Skechers-Schuh sein, der Harry Kane Fußballschuh. Skechers-Sneaker, oh, wir haben zwei Sachen drin. Ja, da ist auch noch so ein Head drin, das hat man natürlich auch. Hier sieht man dann natürlich, das ist der Ultra Rare goldene Sneaker, da ist sogar ein T-Shirt dabei, ein goldenes Cap. Dann noch so ein paar hier Reebok-Dinger, das ist der Skecher. Oh, hier gibt es mehrere Skecher und Airwalk und Prince. Also einiges am Start. Dann werden wir erstmal uns den Hut hier reinpfeifen. Oh, der ist sogar noch, der ist noch richtig drin. Also der Skecher Bucket oder Fischerhut, Buckethead, schönes Ding, also Skechers Buckethead und ja, das ist ja nice, das ist ja wirklich in so einem kleinen Schuhkarton. Skechers Street Los Angeles Air Cool Memory Foam und ich glaube das sind die pinken, sehr nice. Die sind sogar echt sehr detailgetreu, muss man ehrlich sagen. Hier sogar noch mit der Airsohle Skechers voll drin. Also wir gehen schon mal rein mit dem pinken Sneaker und dem weißen Buckethead. Welches Bällchen hätten Sie gerne? Okay. Also was hast du für eine Marke? Ein bisschen Sticker holen. Airwalk. Ich habe da zwei Schuhe drin oder wie? Ja, mach mal auf. Ein Cappy. Airwalk Cap. Aber die sind cool gemacht, oder? Was ja. Sind da hier? Ist das Leder oder was ist das? Das ist die Schuhe. Ah, sogar mit einer Schuhbox. Ja. Die sind mal nicht so gut. Shit. Ist Malakia. Ist Malakia. 100% Malakia. Ja, holen wir den anderen noch raus. Der hätte es gut. Wieso? Aber das sind doch ganz stabile Skater-Schuhe. Ja. Airwalks. Und was sagst du? Okay. Also, wir gehen rein in Ball Nummer 3. Jetzt muss der goldene Sneaker kommen. Ich muss ehrlich sagen, bin schon Fan. Schauen wir mal rein, welche Marke wir erwischen. Reebok wäre wichtig. Wir erwischen nochmal Skechers. Das ist aber ein anderer Hut auf jeden Fall. Oh ja, das ist der Pink, das pinke Baseball Cap von Skechers. Sehr schön. Hier größenverstellbar. Also auch ein schönes Ding. Von allen Richtungen zeigen.
Sehr schön, und wir gehen rein in die Sneakerbox, die auch pink ist. Oh wow. Twinkle Toes bei Skechers. Eye Light Up. Ah, das sind dann so welche, die auch blinken, während man läuft. Okay. Das ist auf jeden Fall mal ein Damenschuh, würde ich jetzt mal sagen. High Top mit Flügel. Das sieht man auch nicht alle Tage. Schönes Ding. Letzter Ball. Und wir haben Reebok. Damit sind wir aber schon mal sowas von im Spiel. Geil, letzter Dinger. Letzter Ball und gleich Reebok. Ah, nicht golden, oder? Nee, nicht golden, aber schon mal Reebok. Und schwarz, schwarze goldene Schrift. Reebok Classic. Nice. Reebok Classic Cap. Sehr cool. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier rausholen werden. Okay, sieht schon mal, oh, das ist ein Reebok Pump. Na, das ist natürlich richtig cool. Pump it up. Oh, das ist der, den es in Gold gibt. In Black Purple. Sehr cooles Ding. Und witzigerweise, als Sneaker-Sammler, den haben wir auch in unserem Besitz. In verschiedenen Varianten. Richtig cooles Gerät. Also, da würde ich sagen, das war der Big Hit für dieses Opening. Ja, also richtig coole Sachen, kann man nicht anders sagen, hat Spaß gemacht, die aufzumachen. Mal schauen, ob wir hier in die Sammlung einsteigen. Auf der Card Mansion werden wir da auf jeden Fall auch noch was dabei haben, wer Bock darauf hat. Okay Leute, also wenn euch das mal hier was ganz anderes auch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann bis zum nächsten Mal und auf der Card Mansion.